wir mal. Gucken wir mal. Guck mal, da steht hier sogar schon bereit. Mal, alles schon Tim, bereit. Hi, Hallöchen. Tim, grüß dich. Wie geht's dir? Hallo, herzlich willkommen hier bei Harmonic Design. Ja, vielen Dank. Man sieht's. Strahlen, ne? Bist du zufrieden mit der Messe? Das war ja anfangs so ein bisschen skeptisch, ob das alles was wird. Ja, also wir sind durchaus zufrieden. Wir haben super Resonanz. Man sieht's auch. Der Stand war bis gerade noch voll, bevor wir mit der Kamera kamen. Genau, da sind sie alle. Das ist wirklich so. Wie die Ameisen. Das passt echt super. Also wir sind wieder froh, auch die Branche. Alte Gesichter, neue Gesichter wirklich alle mal wieder zu sehen. Ja. Auch persönlich, nicht nur über Videokonferenzen. Ja. Ja. Und da sind wir froh, weil bei uns geht es ja um Sound. Ja. Und da muss man auch wirklich hören. Ihr seid ja auch wirklich auch draußen in der Live-Sound-Area seit vielen Jahren vertreten. Und ich habe heute gesagt, kommt zusammen, wir müssen unbedingt mal zur Harmonic gehen. Die brauchen auch mal Aufmerksamkeit, das ist ganz wichtig. Denn seit vielen Jahren, auch schon im Vlog 2019, 2018, habe ich mit Erik gesagt, das HLS, das ist ja brachial, was da rauskommt. Und lustigerweise, auf dem Weg zum Livestream hier zur Halle, spielte das System auch gerade. Ne? Ja, genau. Also es war wirklich wirklich perfekt. Es spielte gerade, man hat dich reden hören auch, ja. Und es war sogar auch mein Lieblingssong, den ich seit Nico kenne. Also von daher... Ja, always watching you ist so sein Ding auf jeden Fall. ich möchte kurz bevor wir wirklich zu einem wirklichen Lautsprecher kommen, wie kam es denn dazu, dass der Schlagzeuger von Depeche Mode auf eurer Anlage heute gespielt hat? Also wir haben natürlich ja außen auf der Live Sound Arena schon sehr potenzielle Systeme, die auch richtig Leistung haben. Und da war eben von Seiten von Austrian Audio, die ja die Mikrofone hier gelauncht haben, natürlich dann an einem wirklich super Live-Beispiel ausgezeichneter Drummer, war halt dann die Wahl auf unser System, weil es einfach im Außenbereich trotz der Kompaktheit, also man sieht kaum, was da steht, an Material einfach unendlich Dynamik und Schalldruck auch zur Verfügung stellt, weil am Ende hört man ja nicht nur die Mikrofone, sondern man hört den Lautsprecher, das Lautsprechersystem, was dann die ganzen Emotionen transportieren muss. Und das haben wir, denke ich, für alle, die live anwesend waren, eindrucksvoll demonstriert, was da mit ein paar, zwei Tops, vier Bässen einfach im Freigelände geht. Ja, hier schreibt doch gerade einer im Chat, aber HD ist auch eine Top-Marke. Also von daher ist halt direkt Feedback. Was ich ja mal sagen muss, ganz ehrlich, wenn man immer so kleine Lautsprecher sieht, weil ich auch gerne FOH mische, ich habe immer jemand, der hat gerne viel Mittelton, weil ich habe das Gefühl, dass der Trend irgendwie geht, Badewanne, bumm, Tisch, ja, viel Bass, viel Höhen, keine Mitten, wo eigentlich das Wichtigste drin ist. Und da ist eben auch mal meine Angst, dass die Toms nicht wirklich kommen, dass die Snare nicht klatscht. Und das ist bei euch ganz anders. Und da hat das HLS von das Kleine, was sehr überraschend ist, auch wirklich wieder performt. Erzähl mal ein ganz bisschen was zu eurem sehr bekannten Lautsprecher. Genau, also wir haben es gerade auch hier, so spielt es auch auf der Außenarena, HLS 20, Doppel 10 Zoll, Hybrid Line Source heißt es bei uns. Wir haben eine horngeladene Tieftoneinheit, 2x 10 Zoll mit 600 Watt AES Belastbarkeit pro Chassis bis zu 4800 Watt Peak. Das macht es natürlich im Außengelände potent, um damit mit Line Arrays auch mitzukommen. Und dann ganz wichtig, die Hybrid Line Source, die Linienquelle, mittig koaxial angeordnet, damit haben wir ein symmetrisches Abstrahlverhalten mit drei 1,4 Zoll Hochtontreibern an Line Array Waveguides. Und jetzt ist hier so die Besonderheit, jeder Hochtonlautsprecher ist mit der Leistungsfähigkeit des Tieftöners ausgelegt. Das heißt, wir könnten theoretisch mit einem Hochtöner die Tieftoneinheit voll ausspielen. Und dadurch, dass wir drei Stück drin haben, läuft jeder Kompressionstreiber maximal auf 33%. Und dadurch können wir im Außengelände, auch im Nahbereich, in Clubinstallationen völlig verzerrungsfrei letztendlich maximalen Schalldruck fahren und haben immer noch Headroom, wenn mir eine Box für bis zu 45 Meter nicht mehr ausreicht, kann ich auch, wie wir es hier dann seitlich haben, bis zu fünf Lautsprecher in einem Vertical Array machen, ohne dass ich Interferenzen oder sonstige Probleme habe. Und da kann ich Plug and Play, Handling, eine Box auf Stativ oder fliegen und Gas geben. Was ich sehr schön finde, muss ich sagen, oder was mich als System freut, das Ding ist wirklich zweipolig. Es hat eine Trendweiche drin, ich brauche nicht zwei Einstromkanäle für eine Box. Wie geht das denn? Also wir haben auch eine Bi-Amp-Version, die kommt zu 99% in Clubinstallationen zum Einsatz, wenn es wirklich um maximale Kontrolle, auch um Anpassung geht. Aber hier auch im Außenbereich des HLS 20P für Passivweiche. Durch die Belastbarkeit von 4800 Watt haben wir natürlich eine Anforderung an die Frequenzweiche. Wir haben so große Spulen drin, also das heißt...
wirklich richtig Kupfer, was in der heutigen Zeit viel wert ist natürlich, und machen da eben die Trennung der Wege. Dann hinten dran hängt eine Powersoft-Systemendstufe, da kommt dann ein FIR-Filter, das ist natürlich die Box, frequenzgangmäßig und phasenmäßig komplett linearisiert. Und da haben wir einfach ein System, das wie ein Studiomonitor von der Neutralität spielt, aber eben auf 45 Meter. Mit, was man so nicht glaubt. Genau, mit richtig bis zu 143 dB, breitbandiger Max-SPL. Man hört es draußen, also gegen eine 6er Banane von Doppel 8, Doppel 10 Zoll Line Arrays, spielen wir da ganz vorne mit. Sehr, sehr weit vorne. Und nicht umsonst hat es auch zum Beispiel, der gerade Ton macht. Unser Stefan hat ja auch ein paar Scheiben davon. Sehr, sehr glücklich auch in großen Reithallen eingesetzt. Sehr erfolgreich und hat mir da auch ganz oft von berichtet, wie schön er das findet. Ich habe noch zwei Reaktionen hier aus dem Sag Chat. Der eine macht so ein Smiley, der so irgendwie total entsetzt, nicht entsetzt, sondern sehr erstaunt ist und nach dem Motto, wow, okay, das waren jetzt krasse Facts. Und ich soll schöne Grüße bestellen vom Daniel Meyer aus Kornwestheim. Ah, ne? Also, vielen Dank. Der schaut auch gerade zu und wir sollen Grüße an dich ausrichten. Das habe ich hiermit gemacht. Ja, das ist doch sehr schön. Ganz zum Abschluss unseres Livestreams aus der Halle, erzähl mal noch ganz kurz was, weil den fand ich auch ganz schön brachial, ehrlich zu sein. Was zum passenden Subwoofer, zum Doppel-18er? Ja, unser Doppel-18 HD Infra 218. Hybrid-Horn-Konstruktion, Martin hier den Vorteil, deshalb haben wir auch zum Beispiel außen vier Stück übereinander gelegt. Dadurch haben wir eine passive Richtwirkung, einfach durch die Ankopplung der Chassis und natürlich die Hornlänge, sodass wir eigentlich im Außenbereich schon bereits ab 80 Hertz eine passive Richtwirkung haben und damit einfach mehr Energie dorthin bekommen, wo sie hingehört, zu den Zuhörern. Wir haben 218 Zoll, 3600 Watt AES-Belastbarkeit, 14,4 kW Peak, draußen mit einer K20 von Powersoft angetrieben, aber sie könnten theoretisch noch mehr im Freigelände, aber da sind wir einfach amp-mäßig gerade ein bisschen ausgereizt. X4L wäre ideal, kriegt man gerade nur schwer mit dem Bauteilmangel her, aber der ideale Amp natürlich pro Bass 10 kW und... Also ich könnte ihn auch theoretisch mit dem Schuko in der Steckdose stecken und ihm würde nichts passieren. Genau, also das macht ihm quasi nichts aus. Man hat es auch bei der Live-Drum-Vorführung gehört, also wir hatten 115 dB hinterm FOH am Messpunkt auf über 35 Meter des DBC und eben halt mit wirklich einer Live-Quelle. Also jetzt nicht komplett komprimiert, sondern wir hatten wirklich von 0 bis 100, also wirklich... alles dabei. Alles, die komplette Dynamik einmal ausgespielt über die Anlage. Ja, Tim, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die Vorführung. Ich muss sagen, ich finde das selber ganz schön lecker, das System. Finde ich sehr, sehr schön. Und ja, vor allem Stefan hat mir auch viel davon berichtet. Ich hoffe, das ja auch jedes Jahr schon bei euch hier von Messe hören. Dankeschön dafür und Sie noch eine schöne Messe. Ja.